Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute hinter der Kamera mein Freund der Sebastian. Hallo. Und nebenbei wahrscheinlich meine Tochter Amelia, die hüpft hier ein bisschen rum. Ich wollte euch heute mal in diesem Video meine ganzen Babysachen, die ich jetzt für dieses Kind gekauft habe, vorstellen, die ich bei eBay und Vinted ergattern konnte. Und darunter auch einige Pflegeprodukte, die ich bis jetzt gekauft habe. Und genau. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ich muss noch dazu sagen, dass bei meinen Kindern zuvor habe ich immer zu viele Sachen gekauft und vieles haben sie einfach nicht getragen, was halt sehr schade war, weil sie so schnell da rausgewachsen sind. Der Basti sagt jetzt schon immer, ich kaufe schon wieder zu viel. Aber ich denke, es hält sich bis jetzt im Rahmen, oder? Es geht noch. Ja, und danke für die Antwort. Es geht. Das sind jetzt erstmal die Sachen, die ich zeige von Vinted, die ich gekauft hatte. Da habe ich jetzt... Was ist passiert? Ein Kleiderpaket gekauft für 30 Euro. Und das ist eine Thermostrophose. Nein, ich habe auf jeden Fall, weil das Baby kommt ja im Februar, habe ich mehr geguckt, dass ich langärmliche Sachen habe. Ich habe gar keine Kurzarmbodies, weil es da einfach noch kalt sein wird und ich Kurzarmbodies einfach zu der Zeit nicht benötigen werde. Ich habe in diesem Paket gehabt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Strumpfhosen, darunter eine Thermostrumpfhose. Dann war dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Paar Socken. Die fand ich ganz süß. Das waren noch ganz neue Winterschneeschuhchen. Aber ich glaube, die werden ihr vielleicht sogar auch noch zu groß sein. Mal gucken, ob sie die tragen wird. Waren auf jeden Fall dabei. Dann haben wir hier noch ein dickeres Jäckchen gehabt mit so einem Teddybärenstoff und Earlys. Zwei Paar Wickelpullis. Die sind immer ganz praktisch, wenn die vielleicht mal durchmachen, groß. Oder sich einfach vollspucken, dann kann man die einfach hier an den Seiten aufmachen. Und dann ist das Baby schon nackig. Dann hatten wir dabei noch, ich glaube, was haben wir geholt? Eine Latzhose. Ganz süß mit Herzis drauf. Dann war dabei zwei Hosen mit Füßen dran. Die finde ich auch immer ganz praktisch, weil man da einfach vielleicht Socken drüber ziehen kann oder wenn es jetzt nicht so kalt ist, dann kann man die auch mal einfach ohne Socken drüber ziehen. Drei normale Hosen, also auch Jogginghosen eher. Ich finde es immer ziemlich unbequem für die Babys, wenn die so einen Jeansstoff anhaben, also so Jeanshosen. Wenn man klar irgendwo mal zu einer Feier ist oder Geburtstag ist oder so, kann man sowas schon auch mal anziehen. Aber einfach für die Bequemlichkeit, da das Baby auch viel strampelt, finde ich die einfach besser, wenn die so wie so ein Jogginghosen sind. Auch ganz süß. Da war jetzt auch überwiegend alles in der Größe 56, glaube ich. Die Amelia war ja mein größtes Kind, die war 53 cm und hatte auch 3600 Gramm. Und dadurch hat sie einfach ganz kurz gleich von Anfang an in die 56 gepasst und danach hatte sie auch schon ein paar Wochen später die 62 gehabt. Das ging ratzfatz. Genau. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Pullis. Dünnere Pullis. Und 3 Pullover. Ich finde halt auch, dass die, dafür, dass die einfach schon mal getragen wurden, zwar vom Kind,
sehen die halt aber auch gar nicht schlecht aus. Also ich schaue auch immer drauf, dass es jetzt nicht so die Flecken drauf hat, wenn man das kauft oder so. Aber ich finde, es ist immer eine ganz gute Sache, wenn man die auch weiterverkaufen kann. Genau. Ich glaube, das haben wir sogar selber gekauft. Kann es sein? Ich glaube, das haben wir mit Taco gekauft. Ja, das hat mir mit Taco gekauft. Dann haben wir hier ganz viele Mützchen. Die war noch von Amelia. Die hier war in dem Paket dabei, in dem Vinted-Paket. Die war vom Leon und die hier war nagelneu eigentlich von dem anderen Paket durcheinander. Dann haben wir hier noch 3 Halstücher, gerade wenn es kalt ist, sind die immer, finde ich die super gut, oder wenn die einfach spucken und man gerade nicht so schnell ein Spucktuch zur Hand hat, sind die immer ganz praktisch. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Langarmbodies, darunter glaube ich 2 oder 3 Wickelbodies, also auch die man mit den Knöpfen hier aufmachen kann. Finde ich super praktisch. Und einen Strampler. Dann, ich glaube, das, was jetzt kommt, ist, hatten wir beim Taco geholt. Das war darunter noch der Pullover von gerade, dann der Strampler, diesen super süßen Eisbärpulli, Mommy and Me. Dann noch mal so eine Art Strampler, aber ohne Füße. Der andere hatte Füße dabei. Und einmal ein bisschen dünneres Jäckchen. Auch alles in der 56 gekauft. Passend dazu. Und eine dicke Jacke fand ich super wichtig, weil ich meine, wir sind die meiste Zeit, wenn wir irgendwo hinfahren oder so, sind wir eigentlich eh immer nur mit dem Auto unterwegs. Ich fahre eigentlich gar nicht zur Zeit oder in der kalten Jahreszeit sehr wenig eigentlich mit dem Kinderwagen irgendwo zu Terminen hin. Und wenn wir aber doch mal einfach spazieren gehen sollten oder so, wir haben dann einen Fußsack im Kinderwagen und dann noch einfach eine dicke Jacke drüber, Mützchen, da ist die schon ein Muss. Genau, dann kommen wir auch schon zu den Sachen von eBay. Danke. eBay war super cool, weil ich bin da auf eine Frau gestoßen, die, ich weiß jetzt nicht ihren Namen, die verkauft relativ, also alles neu mit Etikett. Und darunter waren auch Sachen von Baby Sweets. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dabei. Und ja, bei Baby Sweets kostet ja schon so ein Strampler oder so eigentlich so um die 25-30 Euro, und eigentlich wollte ich da alles niegelnagelneu shoppen, aber da hat der Basti schon mir auf die Finger gehauen und hat schon gesagt so, hey, du brauchst nicht so viel und schau einfach nochmal woanders. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich dann bei eBay auf die Frau gestoßen bin, die für 17 Euro nur das ganze Paket angeboten hatte. Und wie gesagt, da war alles mit Etikett dran. Das hat mich ziemlich gefreut. Darunter war einmal so eine Einschlagdecke, aber die ist jetzt nicht für Maxi-Cosi, also die hat nicht diese Gurtlöcher dran, sondern die ist einfach so, ja, so eine Kuscheldecke zum Einwickeln. Die ist richtig süß mit Sternchen. Die war auch ganz, ganz neu. Die Etiketts habe ich halt schon alle abgemacht, weil ich das eigentlich gleich immer waschen wollte. Dann hatten wir ein Mini-Maus-Set dabei. Das war einmal der Body. Dann war das dieses Mützchen passend dazu. Und sieht man das? Ein Lätzchen. Das war richtig süß. Es gehört einfach zusammen. Als so ein kleines Set. Dann hatten wir
diesen Winnie-Pooh-Body, auch ein Wickel-Body, hatten wir mit drinnen gehabt. Ah, ich liebe diese Wickel-Bodys, die sind super. Diese ganz süßen Minimaussäckchen. Hat man die gesehen? Ja. Ja. Dann waren da Mützchen dabei. Ich glaube, diese Mütze, ich bin mir aber nicht sicher, ob die zu einem Outfit gehört gerade. Dann hatten wir ganz viele Lätzchen. Auch super lieb. Die haben hinten auch diese Folien dran, dass es einfach nicht durchsackert an den Oberteilen, dass die Kinder dann nicht so nass sind. Die wird sie jetzt am Anfang, glaube ich, noch nicht so brauchen. Aber dann, ich glaube, mit 3 Monaten geht es ja dann los mit Karotte und alles. Vor allem die sind vom Hals, von der Halsumrundung sind die eigentlich ziemlich schmal. Ich hatte damals das Problem gehabt beim Leon, bei der Amelia auch. Da hatte ich Lätzchen gekauft und die waren einfach viel zu groß und dann hingen die da so runter. Die werden passen auf jeden Fall mit dem ersten Brei. Genau, das war von Baby Sweets eben. Also auch von der Frau in dem Kleiderpaket dabei, aber von Baby Sweets. Das ist ein Schlafanzug. Den gibt es auch, habe ich gesehen, jetzt noch online. Also wie gesagt, das war richtig neu. Den finde ich auch total putzig mit dem Bummel hier oben. Das ist ja so ein Tages-Overall, steht drauf I Love Papa. Der ist jetzt aber in einer 62. Also nach ein paar Wochen, denke ich, wird sie da auch reinpassen. Dann war noch dieses süße Stirnband dabei mit den passenden Socken, wo Princess draufsteht. Der Strampler war auch von, oh nein, Baby Sweets. Die Amelia räumt im Hintergrund die ganze Kiste aus. Den wollte ich nämlich unbedingt haben bei Baby Sweets, mir bestellen. Und dann habe ich den in dem Paket gesehen, habe ich gesagt, ich muss das haben. Muss ich haben, genau. Dann war dieser süße Minimaus-Pulli mit dieser passenden Hose dazu, auch mit Füßchen dran. Ich glaube, das ist eine Größe 62, genau. Also auch ganz viel von Disney dabei. Oh nein, das hat die ganzen Packungen aufgerissen. Okay, hier ist noch ein Lätzchen dabei. Dann war das eher, ich glaube, das ist eher eine kurze Sommerhose eigentlich. War das einfach dabei, auch von Minnie Maus. Und ich dachte, das wäre passend, ist es nicht? Das passende T-Shirt dazu war hier von Minnie Maus. Da ist leider ein Fleck irgendwie drauf gekommen. Ist aber auch niegelnagelneu, also sprich, einfach mal waschen, dann ist das wieder sauber. Die müssen, also die von eBay, müssen eh erst nochmal gewaschen werden. Genau, dann nochmal total süßer kleiner Body von Winnie Pooh. Dann hatten wir letztens beim Müller war das, gell? Bei Müller hatten wir schon mal einen warmen Babyschlafsack gekauft. Weil die ja auch am Anfang, oder generell, die sollten eine lange Zeit, sollten die erstmal nicht unter einer Decke liegen, einfach weil sie sich die über den Kopf ziehen können. Und deswegen haben wir ja den Schlafsack geholt. Der ist in der Größe 80. Da schwimmt sie halt ein bisschen drin, aber macht ja nichts, wächst sie rein. Und dann hatten wir noch einen Schlafanzug dabei. Irgendwo hatte ich nochmal einen Schlafanzug. Ich glaube, Schlafanzüge würde ich sogar nochmal 2-3 Stück kaufen. Und dieses super süße Handtuch war auch noch dabei. Also das war für 17 Euro kann man da echt nicht meckern. Das war echt super gut. Ich finde es halt, wenn man 3 Kinder, 4 Kinder hat, dann ist man da, glaube ich, nicht mehr so wie beim ersten Kind, dass man immer sofort alles ganz neu kaufen möchte, sondern weiß, dass die so schnell da rauswachsen, dass man dann auch gebraucht die Sachen kauft. Und mit dem Paket jetzt einfach hier mit den Baby Sweet Sachen und so hatte ich einfach Glück gehabt. Genau. Und dann zu allerletzt wollte ich euch noch
meine Kiste zeigen. Die hat die Amelia ausgeräumt und jetzt wieder selbstständig eingeräumt. Das ist jetzt ein wenig durcheinander leider. Da gibt es die Seite Little Born. Und die haben auf der Seite die ganzen Pflegeprodukte einfach für Babys und für stillende Mütter oder alles, was man für die Anfangszeit braucht an Pflegeprodukten. Und da kann man sich einfach selber sein Paket zusammenstellen. Ja, Amelia. Und da habe ich mir ein Paket zusammengestellt für das, was ich die erste Zeit erstmal brauche. Da werden noch dieses oder Saures. Da werden einige Sachen noch dazukommen. Und da habe ich die. Darf ich mal ein Video machen? Ja. Danke. Da habe ich die Zweierwindel schon mal geholt. Die sind ab 4 Kilo. Die Amelia hat ja, wie ich gesagt hatte, 3,6 Kilo gehabt. Und so wird die da relativ schnell reinpassen. Dann hatte ich da reingepackt Aqua. Aqua Hip-Tücher. Ich glaube, die sind ganz neu. Null Plastik steht da drauf. Das ist, die bestehen einfach aus 99% Wasser. Ich glaube, die sind ganz gut, weil am Anfang haben die ja diese Pechkacker, die schwarze Pechkacker, wie sagt man dazu nochmal? Und die klebt ja ziemlich, die geht ja immer nicht so pur weg, deswegen sind die ganz gut, denke ich. Dann Penaten, einmal eine Pflegelotion, einmal Bad und Shampoo. Und die hat mir die Amelia jetzt kaputt gemacht. Ganz wichtig, Stilleinlagen. Also ich werde die erste Zeit auf jeden Fall wieder stillen, weil das ganz wichtig ist fürs Baby, für die ganzen Vitamine und Nährstoffe, die in der Muttermilch sind. Deswegen werde ich das die erste Zeit machen. Und ich habe damals ganz billige Stilleinlagen gekauft mit Amelia. Und dann saß ich plötzlich beim Essen mit meiner Schwester draußen und die sind einfach so durchgelaufen. Das war so unangenehm. Und dann bin ich auf die von Lansino gekommen und die sind auf jeden Fall super gut. Süßes Saures. Und halten auch lange. Süßes Saures. Nochmal Feuchttücher. Dann, falls ich nicht mehr stillen werde, die halten ja relativ, also wirklich lange, habe ich schon mal bestellt. Du fällst runter an mir. Die Aptamil Pre Anfangsnahrung. Diese Fläschchen sind super praktisch. Falls man doch mal einfach unterwegs ist, kann man die einfach gleich. Also die sind trinkfertig. Einfach einen Schraubverschluss drauf schrauben und dann sind die trinkfertig und können so genutzt werden. Die habe ich bei der Amelia genutzt. Das war super praktisch. Dann haben wir Wind- und Wettercreme, weil im Februar ist ja doch noch ein bisschen kalt. Sollte man auf jeden Fall haben. Einmal Avent-Schnuller. Fand ich super süß. Ich finde es immer wichtig für die erste Zeit, gerade im Dunkeln, also wenn es nachts ist und man stillt oder gibt die Flasche, dann verliert man halt oft mal auch die Schnuller irgendwie aus den Augen und die sind leuchtend und somit auch im Dunkeln findbar. Dann habe ich ein Bio-Stilltee gekauft. Habe ich eigentlich sonst nie gebraucht, aber man weiß ja nie. So, weil ich hatte immer guten Milcheinschuss eigentlich, aber kann ja nicht schaden. Und genau, für die erste Zeit hatte ich noch Ultrasensitiv, die selbe Pflegelotion wie hier von Penaten, die normale. Habe ich noch mitbestellt gehabt, weil die einfach parfümfrei ist. Man weiß ja nie, wie welches Kind irgendwie mit der Haut auf manche Pflegeprodukte reagieren. Man soll die ja eh noch nicht so voll schmieren mit allen Sachen. Und genau, nochmal ein Gute-Nacht-Bad. Dieses Gute-Nacht-Bad bewirkt echt Wunder bei der Amelia auch. Die wird nach diesem Baden wird sie immer super schnell müde. Da ist irgendwie auch irgendwas, weiß Lavendel oder so, irgendwas Natürliches drin, was die Kinder beruhigt. Und bei der Amelia hilft das auf jeden Fall super gut. Ja. Mhm. So, ansonsten ist hier in der Kiste nur nochmal Stilleinlagen nochmal doppelt und die Pränahrung, alles nochmal doppelt gekauft drin. Genau, ich hoffe, diese Informationen haben euch gefallen. Ich werde auch noch
früher oder später ein Video machen zu dem Baby-Kinderzimmer. Wir haben jetzt das Baby-Kinderzimmer schon in den Kartons hier. Haben es jetzt nur noch nicht aufgebaut, weil wir immer noch nicht wissen, ob wir noch eine Wohnung bekommen in diesem Zeitraum und dann dort einziehen und aufbauen oder ob wir es vielleicht doch noch hier aufbauen müssen. Das werden wir dann sehen. Gell? Und ja. Auf jeden Fall habe ich, das waren jetzt erstmal die Kleidungssachen und die Babypflegeprodukte. Natürlich werde ich noch so Kleinigkeiten bestellen wie ein Tragetuch, eine Trage, eine Babywippe und Krimskrams an Kleinigkeiten, so wie Nagelschere und Badethermometer. Das kommt alles noch. Das werde ich aber nicht in diesem Video zeigen. Meinen Kinderwagen bekomme ich jetzt auch dann wieder von meiner Schwägerin zurück. Das ist immer ganz gut, dass man sich da austauschen kann und hin und her Sachen geben kann. Spucktücher werde ich auch von meiner Schwägerin bekommen, falls jemand sich wundert, warum die fehlen. Und ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Abonnieren, Glocke drücken, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns bis beim nächsten Mal.